So Leute, das hier ist das Eis, das ich mir geholt habe. Leute, hier seht ihr, sieht auch ganz lecker aus, oder? Schokoeis mit, ja, so ein bisschen Soße, aber das heißt, bisschen ist eigentlich viel. Bisschen viel Soße. Leute, das ist das Eis, da ist noch ein bisschen Soße am Löffel. Also nicht wundern, warum das so ein bisschen braun ist. Ja Leute, sonst schmeckt eigentlich ganz lecker. Also, ich habe jetzt gerade noch gegessen und Leute, das Eis schmeckt sehr lecker. Auf jeden Fall, da hat der Gamer sich was Gutes ausgesucht. Irgendwie hatte der Gamer mal eine gute Wahl. Also diesem Eiskaffee, ist eigentlich, ich dachte einfach, das wäre eine Eisdiele, wo wir hinfahren, aber es ist eigentlich ja so ein Eiskaffee, aber macht nichts, schmeckt lecker. Das Eis schmeckt wow, extrem lecker. Also man, das muss man Gamer schon lassen. Der hat echt einen sehr guten Geschmack, was Orte angeht. Also so, wohl was so Eiskaffees angeht und generell auch was Locations angeht, hat Gamer einen sehr guten Geschmack. Also wirklich nochmal danke. Danke, Gamer. Das schmeckt einfach so lecker. Leute, ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie lecker das schmeckt. Unnormal lecker einfach. Das schmeckt einfach so gut. So gut, ich muss es jetzt erstmal genießen. Ich werde das in vollen Zügen genießen, Leute. Lecker, einfach nur lecker. War da jemand? Leute, ich will mich die ganze Zeit umdrehen, aber nicht, dass, wenn ich das Gamer irgendwie heimlich hier ist und mich beobachtet, weil das macht der immer, oder hat der auch immer gemacht. In der Vergangenheit. Ja, da ist gerade ein Mann vorbeigelaufen. Ich bin mir nicht sicher, war das Game Master? Könnte sein, dass es unter der Maske war, weil ich bin ja auch jetzt nicht sicher, wie der unter der Maske aussieht. Weil ich weiß nicht, ob es dem, mit dem ich würde den Mann vielleicht dann, also wenn es nicht Game Master war, wenn es vielleicht einer der Kellner war, dann werde ich den Mann eh zensieren müssen, weil er wahrscheinlich, ich würde es einfach mal machen. Naja. Aber ich muss auf jeden Fall Game Master fragen, ob er mir endlich mal irgendein Video oder Bild oder im Video Anruf mal, also mir mal zeigt, wie er unter der Maske aussieht. Das sollte ich dringend mal machen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich halt zuerst die Masken suchen wollte, um eine Belohnung zu bekommen. Aber ja, das mache ich dann vielleicht, wenn wir wieder zu Hause sind. Also sobald wir zu Hause sind, frage ich Game Master mal, ob er mir zeigen kann, noch uns, also euch der Community zeigen kann, wie er unter der Maske aussieht. Doch, das mache ich, das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, alles erst, wenn ich das Eis fertig gegessen habe, werde ich erstmal noch ein bisschen essen. Und ja, wenn nicht, Leute, vielleicht wird es ja auch heute ein normales Video. Vielleicht ein ganz normales Video ohne Gamerstar wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja. Leute, ich halte die Kamera auch mal hier hin, falls Gamerstar wirklich hier vorbeilaufen sollte und erst dann seht. Also, das falls ich nicht sehe, dass ihr ihn dann seht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie ist oder vielleicht irgendwie sich getarnt hat, also dass er halt irgendwie heimlich anwesend ist oder so. Ja, also Leute, wie gesagt, man muss es immer leider zutrauen, dass er mich stalkt. Ja. So. Leute, ich gucke auch die ganze Zeit, ob er vielleicht irgendwie vorne an den Tischen sitzt, aber irgendwie sitzt da niemand. Also Leute, gerade weil es so bewölkt ist und es auch davor geregnet hat, sitzt da halt keiner. Deswegen haben wir das ganze Eiskaffee für uns alleine, was ja eigentlich nichts Schlechtes ist. So lecker. So unnormal lecker, Leute. Das wirklich, es schmeckt so lecker, Leute. War das Game Master? Da war gerade schon wieder dieser Mann vorbeigelaufen, Leute. Meinte, das war Game Master? Mann, Leute, es schmeckt so lecker. Ich kann es nur wiederholen, aber es schmeckt einfach unfassbar lecker auch. Mit der Soße, gerade in Kombination, schmeckt mir die Soße einfach so lecker. Das heißt, die Soße lecker, einfach nur lecker. Also Game Master hat sich erst was Gutes rausgesucht. Also nochmal danke an Game Master. Lasst alle mal ein Like für Gamerset und ein Abo. Und Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Echt, hätte ich mir niemals zu träumen gewagt, dass ich es mal so einen Satz sagen werde. So Leute, seht ihr, ich bin schon halb fertig. Ich habe das Ei schon halb fertig gegessen. Deswegen, wir gehen auch dann gleich. Also gleich in ein paar Minuten werden wir dann eigentlich eh nach Hause gehen. Jetzt esse ich erstmal noch fertig. Mein Gott, Leute,
Ich glaube, ich habe eine WhatsApp-Benachrichtigung gekriegt. Ich glaube, Game Master hat mir geschrieben, oder? Was Game Master, der hat. Ich gucke mal tatsächlich, der hat mir ein Bild geschickt. Oh Gott. Ein Bild von dem Café, der sitzt ja gerade an so einem Platz. Der hat, also Leute, das heißt, er ist doch irgendwo. Scheint wohl doch irgendwo zu sitzen oder gesessen zu haben. Wahrscheinlich ist er jetzt schon wieder weg. Oh Gott, Leute, ich habe ihn wieder nicht bemerkt. Oh Gott, Leute, das heißt nicht, dass er uns gleich irgendwie holen kommt oder nicht, dass es vielleicht doch eine Falle war. Ich habe mich schon gewundert, warum Game Master auf einmal so nett ist. Oh mein Gott, Leute, wir sollten schnell gehen. Sollte es ein bisschen schnell fertig essen und dann gehen wir nach Hause. Oh Gott, Leute, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe jetzt Todesangst. Und am besten, wir fahren jetzt gleich nach Hause, jetzt sofort. Oh Gott, Leute, also, ich esse fertig. Oder, nee, wir haben ja schon bezahlt, aber Leute, du bist Game Master, ist er noch irgendwo hier? Oder ist er vielleicht gerade hinter uns, wenn ihr ihn seht, oder sagt mir Bescheid, Leute, jede Hilfe zählt. Wirklich, Leute, ich kann es nur wiederholen, jede Hilfe zählt. Oh mein Gott, Leute, ist ganz schön kalt, gerade der Wind hier ist. Oh, Leute, saukalt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause, Leute. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück, Leute. Ich habe jetzt beschlossen, wir fahren jetzt doch noch kurz in Globus, weil der Dings, ich wollte noch ein bisschen was kaufen. Ich brauche noch ein paar Sachen und ich will auch so gucken, ob wir vielleicht noch generell irgendwelche coolen Sachen haben. Vielleicht für irgendwelche Challenges oder für irgendwelche Spiele vom Game Master oder vielleicht auch so Sachen wie Baseballschläge, die wir mal zur Verteidigung gegen Game Master brauchen. Aber Leute, verratet ihm das ja nicht, ansonsten kriegen wir wieder richtig Ärger. Also Leute, ich wollte das. Eigentlich wollte ich nach Hause fahren nach dem Schock, aber wirklich geht's doch in Globus und ich hoffe auch, dass mir Game Master dort nicht auflauern wird. Nicht, dass er mir jetzt gerade irgendwie hinterherfährt oder generell oder mir dann dort wieder auflaut oder nicht, dass er vielleicht schon da ist. Vielleicht ist er schon irgendwie auch dorthin gefunden oder vielleicht irgendwie wusste, dass ich dorthin will und wartet schon auf mich. So Leute, vielleicht. Und er fährt noch hinter mir oder vor mir, ich weiß nicht, oder er ist schon da, ich weiß es nicht. Er ist vielleicht gerade am Parken oder. Er hat schon geparkt und ist im Globus drin, Leute, whatever. Ich weiß jetzt nicht, wo Game Master gerade ist. Und ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, wie sein Auto aussieht. Da weiß ich halt noch weniger, was er gerade treibt, was natürlich ziemlich doof ist. Meine Leute, aber. Okay, Leute, drückt mir die Daumen, das wird zu nichts werden. Es wird. Also ich meine, es wird zu nichts passieren. Game Master wird mich nicht verfolgen, es wird einfach alles normal sein. Wir werden jetzt im Globus Ruhe von Game Master haben. Also der wird mich jetzt im Globus in Ruhe lassen. Also, und wir können einfach in Ruhe ein Video drehen. Also, ja, also drückt mir einfach die Daumen, ansonsten Leute, ich verabschiede mich dann auch. Ich beende dann die Folge in der nächsten Folge, wird es den Globus-Vlog geben und dann bis zur nächsten Folge und Peace out.